Hallöchen. Ein Tick zu spät? Nein, nein, alles keine gut Sorge, ich. Die Sätze in der Anzeige stimmen nicht ganz. Es steht 1:1 im ersten Satz, 2:1. Leighton Ullmann gegen Noah Hessel, Einzelviertelfinale. Yes. Oh, ah. Alles gut. Leighton Tick, also auf jeden Fall verrückt. Hessel in 2 gesetzt. Genau, letztes Jahr schon im Finale gewesen. Ja. Gegen André Bertelsmeier sehen wir hinten, gegen Mio Lukas Wagner. Ich war gestern auch in einem spannenden Match. Am Ende, ich glaube, 16-14 gegen Bastian Meier gewonnen. Ja, war aber 4-1. Genau, war ja, der fünfte Satz erst. Also ja, aber ich glaube für Mio, also ich kenne ihn ja vom Parasport noch ein bisschen. Es ist schon ein cooles Ding, dass er als Parasportler so weit durchgekommen ist. Genau, jetzt wird es wahrscheinlich schwer gegen André Bertelsmeier, aber Viertelfinale ist sicher ein guter Erfolg. Den Matchball habe ich übrigens gefilmt und bei Instagram hochgeladen. Also schaut mal bei TT in Deutschland vorbei. Da gab es Emotionen, positiv wie negativ auf beiden Seiten. Ich habe natürlich nur die positive gefilmt, wie immer. Natürlich. Mal ganz stark behaupten, beide kennen sich sehr gut aus dem Internat in Düsseldorf. Leben ja beide schon, ich weiß gar nicht, Leighton deutlich länger, glaube ich. Noah auch vor ein paar Jährchen reingezogen, also sind auf jeden Fall gut dabei. Das ist nicht mein Kaffeebecher. Ich glaube, es ist meiner. Ja, die verbringen viel Zeit miteinander. Auf jeden Fall. Oh, Tobi Hipper. Moin. Falls es Tobi ist. Meinst du, der hat einen. Nein, es gibt ja ein paar, die machen Trittbrettfahrer, ja, von Tobias Hippler, natürlich. Da kann ich eine kleine Anekdote zu seinem Trikot erzählen, was wir mal hier verlost haben, aber mache ich nicht. Ja, den Live-Podcast, den kann man heute Abend leider nur live sehen. Nämlich live hier vor Ort. Wir werden ihn natürlich mitschneiden und dann auf gewohnte Weise auf den Kanälen hochladen als Audio. Also da müsst ihr vorbeikommen. Ansonsten. Wow, was für eine Rally. Anhorn, Noah Hessel ist schon wieder on fire. On fire, ja. Richtig cool. Kann auf die Unterstützung von seinem Mannschaftskollegen zählen hier im Chat. Happy, du weißt nicht. Und vor allem unser Kameramann hat geschnitten. Super. Public View heute kostenlos. Man braucht ein Ticket, um hier aufs Gelände zu kommen. Kostet ermäßigt 8 Euro. 10 Euro Normalpreis. Kann sich dann aber auch noch, je nachdem wann man kommt, hier die Finalspiele U19 angucken oder Jugend 19. Die ersten Doppel-Mixed-Runden Jugend 15 und die Leistungsklassen. Und wie gesagt, es gibt, glaube ich, noch ein Tech-Ball-Match, es gibt einen Live-Podcast, es gibt jede Menge Möglichkeiten, hier selber zu spielen. Also wer in der Nähe ist, hat einige Gründe, hier vorbeizukommen. Und wir gucken mal zurück wieder an den Tisch. Auch so ein Spieler, der spielt über die Distanz hinweg immer deutlich besser. Also gegen Ende des Spiels kommt er viel besser in den Ballwechsel rein. Sind ja auch, was mir gerade auffällt, das sind auch Mannschaftskollegen, ne? Stehen ja beide bei Köln. Aber natürlich ihr Trainings- und Lebensmittelpunkt ist dann doch Düsseldorf, ja, und das Internat.
Und jetzt 2 Punkte für Noah. Noch, der war nicht so einfach für Leighton. Und der erste Satzball jetzt für Noah Hassel. Oh, den hat er, glaube ich, schon gebraucht. Ja. In seinem inneren Auge hat Noah Hassel den schon die Linie runter einschlagen sehen. Aber ja, auf die Netzkante und dann Tick ins Aus. 10-10. Leighton macht nochmal eine kleine Runde. Ist auch gut, so ein bisschen Fokus wieder zu finden. Der war gut, gut gerettet. Aber hast du gesehen, wie Leighton dann da noch so das Teil hingedreht hat? Der war nicht bereit für den Ball. Nee, und der war auch ziemlich lang. Also, ja. Aber ja, aber doch besser reagiert, also aus der anderen Perspektive, aus Stopping gerade so gefischt hat. Ja, ein kleiner, aber wichtiger Punkt für Hassel. Damit für ihn der zweite Satzball. Er ist in seiner Halbdistanz, aber richtig schön rausgemacht. Eins und dann noch den zweiten Ball hinterher. Spannend, der erste Satz und die liefern uns solche Rallyes. Ja, könnte ein langes Spiel werden. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ist halt aber auch ein echter Brecher, so ein Viertelfinale, also die beiden Jungs. Und die brennen beide, auch der Coach. Und ich sag mal so, ich glaube, gegen Noah spielt keiner gerne, weil jemand, der so heiß ist und immer so am Limit und man weiß, dass der auch nach oben hin über sich hinaus wachsen kann. Das ist, glaube ich, richtig unangenehm, natürlich im positiven Sinne für Noah. Auf jeden Fall. Aber er kriegt den Satz hier nicht zu. War schon ein dritter Satz bei Wendtus. Genau, drei für Noah, einer für Leighton. Zone von Noah Hassel. Leichter Fehler. Die, aber den hier. Den hat er gut gefischt. Und hier hat er eigentlich so ein bisschen eine Chance. Also klar, der ist ein bisschen mit Zeit auch, aber ja. Hat er eigentlich eine Position. Natürlich ist es ein schwerer Ball, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber nee.
Den hätte ich gern gesehen. Schön. Oh. Da kommt Power raus aus dem Jungen. Den da hier stricht der Kuh und ab. Und dann auch noch nach vorne und dann... Gute Zeitlupe. Tja, und dann die 1-0 Satzführung von Noah Hassel. Das war schon mal ein Versprechen für das restliche Spiel. Voll. Wir schauen mal kurz in die Runde. André führt, glaube ich, 2-0. Das, die ersten zwei Sätze waren relativ deutlich. Wim meine ich auch. Wim spielt gegen Leonid Jakimchuk. Und hier haben wir noch Itagaki gegen Selzer. Das sehe ich leider überhaupt. Also einsatzig. Nee, Wim spielt gegen Ofri Damudi gestern. Achso, und Ofri Hoyan. Ja, stimmt. Stimmt. Und hinten die Mädels. Die sehen wir leider nicht. Nee. Aber Irene gegen Melanie Merck. Also Palazzido, Josie Neumann gegen Magdalena Hübken, Lorena Morsch gegen Lisa Wang und Mia Griese gegen Elisa Nguyen. Vielleicht sieht man ja an Tisch 7 etwas von dem hinteren Tisch. Wir bräuchten so einen rasenden... Ich müsste doch live... Gibt es keinen Live-Ticker eigentlich? Ich dachte, also vorhin war man nach einem Live-Ticker gefragt. Ich schaue jetzt mal kurz bei... Jan soll einfach durchlaufen, bis wir tickern. Pause. Gleich erst ab Halbfinale. Kann sein. Ja. Ich weiß es nicht. Gibt leider keinen. Also wir können euch leider die Ergebnisse auch nur bedingt durchsagen hier. Uiuiui, was ist da bekannt? Das war ja eine Karambo-Rückhand. Das war eine Wimbo-Karambo-Rückhand, ja. Ach, guck mal, die Statistiker sind auch der erste Satz, den Letten im Einzel verloren hat bei diesen Finals. Danke dafür. Ist ja, by the way, auch mein Siegertipp, ne? Wollte ich nur sagen. Letten? Finde ich aber auch sehr spannend. Also, ein sehr, sehr cooler Charakter. Dann bin ich raus. Wäre ich raus aus dem Rennen um Annettes Trikot hier. Mensch. Ist ja nicht so, dass meine Schwester dir auch so eins geben könnte. Aber du willst es dir verdienen. Richtig. So geht's. Bei Mio steht es, glaube ich, gleich. Ah, ne, er führt 10-9. Guck mal. Und 0-2 aber. 0-2, 10-9 steht es bei Mio aus seiner Sicht. Oh la la. Und jetzt holt er sich den dritten Satz. Ist auch so ein Fighter. Krank, mir gefallen solche Charaktere auch bei Noah. So ein gewisser Sportsgeist, der dahinter steht. Da muss gar nicht immer so die Faust dabei sein, einfach so ein Mindset, dass du in der Person siehst, die ist so ein, die fightet da um jeden Punkt und jeden Ball. Schau mal, Digga. Eins und dann taucht er gleich ab. Bom. Ne, doch noch nicht, jetzt. Ist nicht schlecht. Gut, aber... Ach, guck mal hier, der Tiger läuft tatsächlich. Was jetzt? Ärger mit dem Schiedsrichter. Aufschlag, ja, ja. Immer dieser Ärger mit dem Schiedsrichter. Bringt einen aber auch echt gut raus aus dem Konzept, muss man sagen. Falscher Schritt.
Ja, auch dieser Satz. Eng. Richtig. Immer so phasenweise, mal vom einen richtig gut, dann der andere wieder on top. Also sehr, sehr ausgeglichenes Match. So, jetzt zeigt Layton auch mal die etwas verschärftere Faust. Schön gesessen, war gut abgewartet. Weißt du, was mir aber auffällt? In jedem Halbfinale, im Viertelfinale ist mindestens ein WTTV-Vertreter bei den Jungs dabei. Selzer, Hersen, Bertelsmeier und Verdontrop. Gute Ausbeute. Haben die Trainer was zu tun? Auf jeden Fall. Keine Pause. So, 9-7 Noah Hersel. Gute Eröffnung, ey, so. Spinny. Weiß nicht, ob das gewollt war, so kurz cross irgendwie. Ja, aber da war es geht wieder in die Verlängerung. Wirklich extrem gut gespielt von Layton Ullmann und genau. 9-9. Gutes Spiel auserwählt hier fürs Kommentieren. Gefällt mir. Zenon, Satzball zum 2-0. Gut, hat er auch nicht viel gewählt. Schau dir das an, ey. Ob er da draufgegangen wäre auf den Tisch, wissen wir nicht, aber 10-10. Also ist genau wie im letzten Satz. 10-9 bei Noah Hersel, dann 11-10 Satzball für Layton. Schauen wir mal, ob es jetzt analog mit dem 11-11 weitergeht. Ja. Wie soll das Hälfte werden? Kannst du mir die Lottozahlen schon mal vorher jetzt sagen? Jetzt muss der Noah wieder zwei Satzbälle eigentlich haben. Ich bin. Beim Lotto hat es noch nicht so gut geklappt bei mir, von daher sitze ich hier noch. Aber spannend. Spannendes Match. Na gut. Gut angetreten, Seite. Wichtig für Layton Ullmann, holt sich den zweiten Satz zum 1-1. Aber die klaren sich gegenseitig, die Sätze irgendwie. Ersten Satz eher Layton, tendenziell mehr vorne gewesen, jetzt Noah. Spannend. Ja, 9-7, wobei das natürlich gar nichts zu sagen hat, muss man auch mal sagen. Aber es steht 1-1. Man geht dieses Mal ja auf 4 Gewinnsätze. Wollte ich gerade sagen, nochmal die Erinnerung, wir spielen hier auf 4 Gewinner. Ab Achtelfinale war es ja so. Sehr viel Ausdauer angedacht hier.
bei diesem Match, kann ich mir gut vorstellen. Mia Griesel ist auf dem Weg ins Halbfinale. Valerina Morsch sieht auch gut aus. 3:0. Tobias Seltzer 3:0. Ja. Wim hat gewonnen. Wim ist sicher im Halbfinale. Josie Neumann hat auch schon gewonnen, ist auch im Halbfinale. André Bertelsmeier führt 3:1. Und für Melanie Merck sieht es gegen Irene Kalaitzidou auch gut aus. 2:0, 8:4. Also wir sind hier mit Abstand das engste Match, was läuft. Auf jeden Fall. Und ich bin 10 Sekunden wieder da. Tick länger, auch von Euro-Mini-Champs und solchen Turnieren, weil Annette es ja auch mit ihm gespielt hat, also gleicher Jahrgang, deswegen. Und für mich war er immer so ein Typ, der, wie gesagt, immer Richtung Ende des Turniers sein bestes Tischtennis abrufen konnte. Schauen wir mal. Boah, wird es ihm auf jeden Fall nicht so leicht machen. Bilderbuch Rückhand. Bin 10 Sekunden da, hieß es. Also Mia Griese gewinnt auch 4:0 gegen Elisa Bautorn-Guyen. Steht somit auch im Halbfinale. Ich kann mal kurz schauen, gegen wen sie kommt. Weil es auch immer spannend zu schauen. Also eigentlich die Favoritinnen, die gewonnen haben, sind durch. Sie kommt gegen die Siegerin von Morsch und Wang. Morsch sieht gut aus, also 9:5 für sie. Und Josie kommt dann entweder gegen Irene Kalaitzidou oder Melanie Merck. Genau. Fehler haben wir jetzt schon auch ein paar Mal gesehen. Da provoziert ihn Leighton so ein bisschen mit einem halbhohen kurzen Ball. Ja, gute Eröffnung. Kommen auch ein paar negative Emotionen von Noah raus, aber verständlich, er hat gerade die Chance gehabt abzugehen, aber kommt da nicht voran. Es hat, glaube ich, 4-2 gehabt. Genau. Aber ist auch so ein bisschen zerfahren, ein bisschen Taktiererei. Es sind nicht so viele Rallyes, offene Ballwechsel dabei. Aber klar, die kennen sich natürlich halt auch extrem gut. Er war dran, ja. Das habe ich, hab sogar ich ausnahmsweise mal gesehen. In Zeitlupe jetzt nochmal. Extra für uns. Mit meinen Adlerohren. Den hast du echt gesehen? Den habe ich gesehen, ja. Hätte ich zweimal angucken müssen. Ja, im Hintergrund sieht man auch, André hat gewonnen. Schön. Wow. Siehst du, da habe ich gleich hier ein bisschen rumgelästert und schon. Kriegst du eine Rallye? Krieg ich eine Rallye. Ja, den hätte er vielleicht ein bisschen aktiver spielen können, aber das ist natürlich leicht gesagt hier.
auf unseren gemütlichen Stühlen mit Lehne. Das ist klar, das kann ja noch ein bisschen dauern bei uns. Auf jeden Fall, ja. Die anderen sind schon fast fertig. Die meisten, der andere hat gerade auch schon 4-1 gewonnen. Tobi Seitzer 3-1. Aber der Rest ist fast fertig. Ja, lass den liegen. Wahnsinn wäre, wenn Noah Hasel hier auch noch gewinnt. Ja. Jetzt hat man 4-mal WTTV im Halbfinale. Also das hat dann ja schon fast chinesische Züge. Wie gesagt, Tobi Seltzer, fehlt noch ein Satz. 3-1. Bertelsmeier, Verdonschot schon durch. Boah, wow, der war... Den möchte ich noch mal sehen. All or nothing. 10 bei eigenem Aufschlag. Das könnte. Schauen wir mal, was er aus seinem Petto rausholt. C9. Schön auf Ellbogen platziert. Tja, was für ein Aufschlag jetzt? Du darfst mal wieder tippen. Ich würde sagen, kurz in Vorhand. Aber. Kurz in Vorhand. Näher rein. Oh, kurz ans Netz. Hauptsache nicht ins Netz. Liebe Zeit. Oh, der ist zu lang. Ja, da ärgert er sich. Das war jetzt ein bisschen, gerade der zweite, ein bisschen zu einfach weggegeben. So ein bisschen die Schleife, weißt du, statt nach vorne und nach außen. Aber mutig, also das kann man ihm nicht vorwerfen. Timeout? Der lag für Leighton Ullmann. Diesmal nutzt er seinen ersten Satzball im Vergleich zu den beiden Sätzen davor. Noah Hassel. Oh, keine Reaktion bei Olli Alke. Der kaut sein Kaugummi und wird jetzt hoffentlich noch oder sicherlich noch den ein oder anderen Tipp parat haben. Was für eine Konstanz die Jungs da halten müssen. Also es waren jetzt 3 Sätze, 3-mal Verlängerung. Ja, das stimmt. Entschuldigung, dass ich gerne. Also die Tage werden ein bisschen länger. Und ich gucke mal in den Chat. Mio gegen André ist aus. André Bertelsmeier gewonnen 4-1. Und Wim Verdonschot hat auch gewonnen gegen Onofre Hoi An. Und es läuft eigentlich, glaube ich, nur noch Melanie Merck gegen Irene Kalaitzidou. Auf Tisch 7. 9-7 derzeit für Irene, aber 0-3. Und hier vorne Akito Itagaki gegen Tobias Salz-Selzer. Und da steht's. Wir haben den Ticker. Ticker. 6 beide. 3-1. 6 beide. 6-6. Ja, mit 12-10 der kürzeste Satz, das stimmt. Mal gucken, wir spielen schon über eine halbe Stunde das Spiel. Oder sagen wir mal mit einspielen eine halbe Stunde. Weißt du, wie das ist? Müssen die alle Spiele zu Ende gespielt haben, bevor es weitergeht?
oder könnten die theoretisch schon das Halbfinale ansetzen? Ich denke mal, die müssen abwarten. Naja, es geht ja erstmal mit Doppelhalbfinale dann weiter. Ich denke, die werden es auf jeden Fall anfangen. Da aber. Bei den Mädels auf jeden Fall, wenn sie fertig sind. Ich glaube, sowohl Wim als auch Noah noch dabei sind. Ja. Wenn sie diese Verzögerung wahrscheinlich nicht so einfach wieder einfangen können. Ja, das stimmt. Also Tisch 7 hatte gerade einen Hammerballwechsel, hat gerade etwas rüber genutzt. OTDR-Punkte guckt. Letten Ullmann 2218, Noah Hersel 2088. Also da liegen ziemlich genau 130 Punkte dazwischen. Ja, Noah Hersel. Gerade schon gesagt, beide bei Köln im Einsatz. Letten Ullmann Jugendspielberechtigung, aber am Hamburger Tischtennisverband beim TSV Sassel. Ja, und für die, die es letztes Jahr nicht verfolgt haben, Letten Ullmann zweiter Platz. Zweiter Platz im Einzel, Finalniederlage gegen André Bertelsmeier, mit dem er aber im Doppel den deutschen Meistertitel gewinnen konnte. In Lehrte letztes Jahr Deutsche Meisterschaft U19. Ja, und Noah Hersel, der das Triple holte bei U15. Doppel-Einzel-Mixed. Und hier in seinem ersten Jugendjahr, regulären, wirklich unglaublich gut spielt. Ja, absolut. Gestern haarscharfe Mixed das Finale verpasst. Mit, glaube ich, 4 Matchbällen, die sie hatten oder so. Ja. Gegen die späteren Sieger. Genau. Und WM-Dritten, darf man nicht vergessen. Ja. Bertelsmeier Griesel. Ja, und wir sehen ihn danach auch direkt wieder übrigens, im Doppel nämlich. Hersel Kühn von Burgsdorf gegen Ullmann und Bertelsmeier, also wir sehen beide wieder. Intern. Hier wird die TV ist auch hier vertreten. Also machen sehr gute Arbeit. Netzaufschlag, oder? Noah Hesel. Hesel. Noah Hersel hebt Hesel. Die Hand. Geht schon los mit den. Wie können wir welche Tische verschieben und belegen, aber. Was soll ich sagen? Es geht ja auch Knall auf Fall. Also
Um 16 Uhr starten die Leistungsklassen, um 17 Uhr U15. Und hier ist Finals, glaube ich, auf ca. 15 Uhr angesetzt. Also das ist sehr eng alles. Aber gut, schauen wir mal. 9-7. Jetzt für Leighton. 10-7. Ist natürlich klar, Noah Hassel, der muss absolut an seinem oberen Limit spielen. Auf jeden Fall. Gegen so jemanden wie Leighton musst du top of the top sein. Und 11-7, das war ein verhältnismäßig schneller Satz. Ja. Wobei wir hatten, glaube ich, 7-7 oder 6-6 zumindest. Ja. Aber dann diesmal ein guter Schlusswort von Leighton Ullmann, der die Gewinnerseite wieder für sich nutzt. Oben, die obere. War doch gestern auch schon die Gewinnerseite, oder? Das kann kein Zufall sein. Ist alles getürkt hier. Warum spielt Leighton eigentlich für Hamburg, das spielt er in Köln? Ja, das Thema hatten wir schon öfters. Gibt ja Spielberechtigung für die Jugend und ja, für Erwachsene. Und ja, hier maßgeblich für die Wahl der Trikots und der Trainer und des Verbands ist die Jugendspielberechtigung. Und die liegt beim TSV Sasel. Und völlig richtig spielen bei den Erwachsenen bei 1. FC Köln. Wir haben das ja zum Beispiel auch bei Josie Neumann, die ja bekanntermaßen für TDC Berlin Eastside spielt, aber hier für den TV Okaben aus Hessen, also für Hessen an den Start geht. Ja, da gibt es eine Trennung, muss man immer dazu sagen. Aber nach seinem letzten Jugendjahr, wenn er immer noch in Köln spielt, dann wird er ja für WTTV antreten. Genau, ja. Müssen. Klar, dann hat er keine Jugendspielberechtigung mehr, weil er ja zu alt ist. Gleiche gilt übrigens auch für die Senioren, auch da gibt es ja eine Unterscheidung zu den Erwachsenen. Ja, alles ein bisschen kompliziert. Kann man in den WOs dieser Welt nachblättern, alles. Und wir sind in Satz Nummer 5. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, wir spielen auf Best of 7, auf 4 Gewinnsätze. Also nach diesem Satz ist auf keinen Fall Schluss. Aber, um jetzt mal wieder eine Binsenweisheit zu bemühen, das ist natürlich ein extrem wichtiger Satz jetzt. Ja. Ja, aber ich finde, vom Kopf her macht es dir nicht so viel Druck. Weißt du, ich finde, wenn du weißt, okay, das ist der eine entscheidende Satz, dann ist auch die Stimmung von beiden und die Anspannung eine ganz andere, als wenn du weißt, okay, 2-3 kann ich immer noch irgendwo aufholen oder auch eine 3-2-Führung habe ich noch einen Satz Puffer. Ist schon ein Unterschied. Ja, klar, also ein Unterschied das zum Entscheidungssatz natürlich, ja. Ja. Ich finde halt, dann ist der Druck, wenn es 3-3 stehen sollte, noch höher als in jeglichem anderen Fall. So, die anderen beiden Spiele laufen auch noch. Ja, ganz kurz. 3-3 bei Salz. Ja, Melanie Merck fehlen aber nur noch 2 Punkte. 9-5, 3-1 nach Sätzen. Und auch Tobias Selzer fehlen nur noch 2 Punkte. Matchball für Melanie Merck. Und ich glaube auch für Tobias Selzer. Ui, das war ein starker Topstop. Oh nein, da war schon ein bisschen zu früh abgeschaltet, ja, vielleicht im Kopf. Ich bin ein bisschen weggegangen. Der war super und dann... Oh! Ah, viele leichte Fehler. Salz gewinnt auch 4-2. Stark. Gegen Akito. Somit der dritte von 4. Genau. Der M hat ihn gestellt. Alle auch. Da kommen aufeinander. Kannst du das schon mal hören? Das kann ich auch gucken. Moment. Währenddessen
vielleicht wieder sein Vorhandtops für mich. Bertelsmeier bei Donshot. Und ja, Tobias Seltzer aus dem Gewinner von unserem Match gegen den Gewinner aus unserem Match. Melanie Merck steht ebenfalls im Halbfinale. 4:1 gegen Irene Calezzido. Ist ja jetzt auch ins Internat gezogen letztens. Oder trainierte bei den Profis, habe ich jetzt mitbekommen. Da sind ohnehin sehr, sehr viele dort. Ich glaube, Wim Verdonschot ist der Einzige, der, egal wie dieses Spiel ausgeht, nicht aus dem Internat ist. Tobias Seltzer ist im Internat, André ist im Internat. Leiden. Noah. Ja. Auch Mio. Genau. Hier, guck mal, zumindest auf unserer Website ist Jele nicht mehr mit drin. Das heißt, die ist, glaube ich, dann auch nicht mehr im Internat. Ja, dann hat sie jetzt Abitur auch gemacht. Ja, dafür ist Melanie schon am Start. Ja. So, aber zurück zu unserem Spiel. Würde ich mal sagen. Ja. Gute Frage hier noch. Spielt Annette nächste Saison nur noch für Bayern oder hat sie noch eine behält sie eine Jugendspielberechtigung in Baden-Württemberg? Weißt du das? Ja. Gab schon oft die Frage. Also Annette lässt ihre Jugendlizenz in Böblingen drin und spielt damit für Bavü. Auch für die kommenden Jugendturniere, falls sie dann Jugendturniere spielen wird. Ist noch nicht geil, also kann ich auch nicht spoilern oder so, weil ich selber nicht weiß. Und ja. Erwachsenenlizenz ist dann in Kolbermoor in Bayern und ja, das heißt, aktiv geht sie dann für Bayern oder halt in dem Fall wie hier, ist sie ja Selbstzahlerin, weil sie ja unter den Top 8 ist, glaube ich. Ist es ja so, dass Top 8 dann in eigenen Klamotten spielen darf, also da wird dann halt jetzt auch nicht in Bavü-Klamotten auftreten, ne, jetzt am Wochenende, sondern in Tipa-Klamotten. Ja, aber ist, ja gut, bei den Erwachsenen zählt ja die Jugendspielberechtigung. Ja, ja. Nicht, glaube ich. Warte mal kurz. Nee, ist Erwachsenenberechtigung, richtig, oder? Ja. Und wenn du Top 8 bist, darfst du vom Haupteigensponsor eben spielen. So. Wer kommt jetzt besser raus aus dem Timeout? Oh, gut gerettet noch. Aber den lässt sich nur Herzl nicht nehmen. Sehr stark im Topswandel. So, 9-7 und eigener Aufschlag. Boah, das wäre schon echt ein Brett, wenn 4 WTTVler im Halbfinale stehen. Ich weiß gar nicht, wann Bayern war das letzte Mal in so einem Vierer-Konstellationsding, aber WTTV? Sehr stark. Was für ein Finish und deine Frage, wer besser aus dem Timeout kommt, ist damit auch beantwortet. Auf jeden Fall. Nämlich der sie genommen hat, Noah Herzl 8:7, 11:7. Und zwar ja, mit 3 richtig guten Bällen jetzt hier und schiebt seine Nase wieder etwas nach vorne. Ja. 3:2, ihm fehlt noch ein Satz. Aber klar, entschieden ist hier noch gar nichts. Die Gewinnerseite hat wieder gewonnen. Schauen wir mal, wie es jetzt laufen wird. Ob nochmal die Gewinnerseite gewinnt. Ja. So, und hier nochmal der Hinweis. Ich weiß nicht, ob sich schon irgendwas ergeben hat bezüglich Tischverlegung. Eigentlich hätten wir jetzt hier Herzl, Kühn von Burgsdorf gegen Ullmann-Bertelsmeier, genau. Dauert dementsprechend, weil beide noch im Einzel sind. Genau. Aber auf den anderen Tischen, wenn du mal schaust, stehen schon auf jeden Fall Schiedsrichter bereit für das
andere Doppel oder vielleicht schieben sie auch das Mädchen Einzel vor? Nee, nee, das... Weiß ich nicht. Das kann ich mir ehrlich gesagt... Weil da hinten stehen meine Fatme und Mini an Tisch 7. Ja, genau, dann sind die an Tisch 7 im Livestream. Okay. Nicht an Tisch 1, habe ich vorhin zu dir gesagt, ne? Ja, ja. Ja, aber auch da die Mädels. Ja, ja, dann spielen sie die anderen Doppel jetzt raus. Naja, es werden jetzt alle Doppel halt zum ersten Spiel, sowohl Mädchen als auch Jugend. Jugend sind ja nur 4 Spiele. Ja, genau. Und danach werden alle Einzelhalbfinals gespielt. Und dann nochmal 2 Runden Finale. Also wir haben jetzt im Grunde die Runde noch und dann noch 4. Entscheidung. Die Inside-Out-Variante hat sich bisher auch sehr erfolgreich. Ja, aber der war ein Tick zu lang. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier einen 7. Satz geben wird. Würde mich nicht wundern. Nimmt das Risiko wirklich auch oft und ist damit aber auch oft erfolgreich. Ja, wird echt belohnt damit. Und der hält auch wirklich sein Niveau ganz schön weit oben, Noah Hassel. Sag's, komm. Jimbo Karambo 2.0. Weil gestern nicht dabei war. Alex Kaufmann. Hat für Wim Verdonschott. Eigentlich nicht ich, die existiert schon lange. Okay. Weiß gar nicht, nennt die Wimbo Karambo und bewundert seine Rückhand. Ja. Dann kommen schon Kommentare, nein, macht es in 6 Sätzen. Können wir da nicht so beeinflussen. Ja, da können wir aber davon ausgehen, dass das einen Jubelschrei geben wird. Wählte die schwierigere Variante. Und der geht ihm hinten raus. 5-3, 5-4. Ja. Und dieses spinnende Rückgrund, dann hat er super viele Punkte. Ist manchmal vielleicht sogar besser als dieses im Laufen und dann versuchen, ihn Inside-Out zu spielen, seitlich. Gefühlt in jedem Satz. Das stimmt. Oh, no way. Das war ein Hasselball, du. No way. Wie? Marvin hat auch die perfekte Zeitlupe rausgesucht. Ja, ja, da macht er den Cristiano Ronaldo und jetzt kommt die Auszeit, oder? Von ja, Oliver Alke und Leighton Ullmann. Puh, ja, den muss man auch erstmal kurz verdauen. Ich weiß gar nicht, das weiß sicher jemand im Chat, den WTTV-Trainer. Kenne ich nicht.
mir auch. Klärt uns auf. Vielleicht jemand aus seinem Heimatverein oder aus Köln, aber eigentlich weiß ich nicht. Chat weiß bestimmt. Chat hilft uns immer. So, ja. Leighton steht so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Ah, Jordanov ist es. Wird spannend, ob Noah das Ding durchzieht. Ich meine, das ist die eine Sache, nah dran zu sein, aber das auch zuzumachen, die andere. Wobei bei Noah Hersel mache ich mir irgendwie keine Sorgen, dass der da Angst bekommt. Aber wir schauen mal drauf. Also das Spiel ist ja natürlich auch stark. Danke, Theodor Giordano vom TDC Altena. Oh, der war dran, oder? Habe ich gesehen, ja. Kann ich mir eigentlich mein hier, guck mal, 47-seitiges Recherchedokument sparen? Ich schreibe einfach immer in den Chat, was ich wissen muss. Frage ich dort. Chat, gib mir Informationen. Genau. ChatGPT. So, wir gucken. Das ist spannend, oder? Voll. Voll. Richtig. Nerven drauf reimt. Ah, wieder. Oh, Doppellack, ja. Was soll er machen? Was soll er machen? Das gehört dazu, aber. Das ist halt in dem Moment super bitter. Zwei am Stück, ne? Ich schau gerade, ob unser Kameramann da ist. Kameramann steht. Ah ja, sehr gut. Emotionen sind dabei. Oh, und das sind die drei Matchbälle. Für das WTTV. Für die internen WTTV Einzelmeisterschaften 2024. Wow, aber. Schauen wir mal. 7-10. Ullalalala. Okay. Ja, ein bisschen Frust mit dabei, den muss man einfach erstmal so abschießen. Aber. Jetzt zwei Aufschläge von Noah. Ich sagte, das Ding ist noch nicht aus. Ich bin gespannt. Ich will eigentlich gar nicht gucken, aber das muss man sich geben. Das ist ein echt klasse Tischtennis-Jungs, also Hut ab für diese Leistung. Hm. War auch riskant. Bei dem Spielstand. Ja. Aber jetzt. Respekt. Noah Hersel legt noch einen kleinen Tanz auf. Oh, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Leute, Leute, Leute. Ich hab's gerochen. Heiß her werden. Das ist. Wahnsinn. Es geht weiter. Nein. Und da sind aus. Vier am Stück jetzt. Und ich sinniere noch. Man muss das Ding auch zumachen. Da mache ich mir bei Noah Hersel keine Sorgen. Und jetzt ist das genau eingetreten. Ullalala. Satz, Ball, Leighton Ullmann. Und der ist auch im Aus. Wir kriegen noch die Extrameile hier. 5 in Folge für Leighton Ullmann. Und. Ui, da fliegt der Schläger. Boah, das wird jetzt ein dickes Brett für Noah Hersel, dass er im 7. Satz bohren muss, mein lieber Scholli. Nachdem er 3 Matchbälle hier vergibt. Klar, er hat bei 8-7 oder 7-7 auch echt Glück. Ja, zwei Kantenbälle, gehört aber dazu. Und. Ich weiß gar nicht, wie geht, also
Ich weiß gar nicht, wie ich in so einen Satz da reingehen würde. Ich war richtig abgefuckt, glaube ich. Wenn du das nicht weißt, du hast es ja wahrscheinlich sogar schon mal erlebt, auch auf einem ähnlichen Niveau. Also ja, aber auch in Leitensituationen. Ich finde, weißt du, bist gerade so aus der Schlinge rausgekommen mit deinem Kopf und dann denkst du dir so, okay, jetzt rein. Und wenn es dann aber nicht läuft, dann... Naja, muss schon sagen, dass jetzt klar, das Momentum, der mentale Vorteil schon bei Leighton ist. Klar, man darf da nicht nachlassen, aber da gibt es ja unfassbar viele Beispiele. Da kommt mir zum Beispiel jetzt auch hier Tokio in den Sinn, Ovtcharov gegen Lin Junshu um Bronze, wo Lin Junshu im sechsten Satz 4 oder 5 Matchbälle vergibt. Die man sich den Satz klaut und dann im siebten das relativ sicher nach Hause bringt. Aber ich traue dem Noah auch wirklich zu, dass der jetzt einfach weiterspielt. Ja. Und man muss auch sagen, so wie Leighton die Matchbälle abgewehrt hat, also zumindest bei den ersten beiden kann sich Noah keinen Vorwurf machen. Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen ein Unterschied. Hat man da was liegen lassen oder ist es dann auch einfach gut gespielt? Wichtig natürlich, dass er am Anfang jetzt auch gleich dabei ist, glaube ich. Und ja, der erste Punkt tut gut, 1-0. Okay, wenn es stimmt, dass Timo nur einen Matchball abgewehrt hat, dann war es aber der ziemlich hoch lag für Lin Junshu. Ich war live dabei, aber ich kann mich nicht mehr an alles genau erinnern. Das war zu aufregend damals. Ich habe nur noch das Bild vor Augen, wie der hoch da liegt und er zieht mir über den Tisch. Spannung zu halten, mental, körperlich. Ich kann es mir nur gut vorstellen, wie anspruchsvoll und anstrengend das gerade ist. Ich glaube, Noah, da spielt sich doch einiges ab jetzt. Noah hat auch 2-3 verhauen. Etwas das wäre natürlich jetzt 5-2. Das wäre natürlich schon ein Paket gewesen. Und der lag ja wirklich da. Also, das... Ja, ich. Ja. Ich kann mir das auch als Nicht-Profi immer gar nicht vorstellen, wie nerven. Also ich glaube, wenn ich in so einer Situation wäre, ich würde nicht mehr schaffen, den Ball gerade hochzuwerfen. Weißt du, was das Schlimme ist? Ja. Wenn du in der Box sitzt, ist es noch schlimmer. Ja, aber du musst zumindest keinen Aufschlag machen oder so. Ja, aber weißt du, da sprudelt dein Adrenalin, wenn ich da in der Box manchmal sitze, meine Hand so. Ich bin ja schon hier beim Kommentieren nervös, obwohl ich überhaupt nicht irgendwie einen Favoriten habe. Ja, insgeheim ja schon. Brauchst ihn ja. Boah. Uiuiui. Da steht er einfach da und blockt ihn rein. Ja, also bei dem Spiel jetzt zum Beispiel, beide hätten es einfach total verdient nach dem Match. Man leidet so ein bisschen mit Noah mit, aber wie gesagt, auch zu 100% verdient, wenn er das Ding jetzt noch biegt. Andersrum natürlich genauso. Mal abgesehen davon, dass es ja mein Tipp ist, ne? Da war ja was. Schade auch im Aus, oder? Beide leichte hohe Flügel. Und Olli Alke, der kaut sein Kaugummi da hinten. Der macht keine Regung. Der sitzt dort wie fest zementiert. Tja, schade, hat es irgendwie dann doch nicht mehr. Aber ich hoffe, er gibt es nicht weg, sondern er versucht es nochmal.
Ja, aber es ist auch unfassbar schwer. Ich meine, der Junge ist 16. Ja. Hat noch ein paar Jährchen vor sich. Hat ein richtig sauberes Turnier gespielt bisher. Und wenn er dann hier verliert, wird er auch aus diesem Spiel viel mitnehmen. 100%ig. Das darf man ihm aber danach nicht sagen. So, und jetzt haben wir die Matchbälle für Leighton Ullmann. Boah, mein lieber Scholli, 11:4, Leighton Ullmann, herzlichen Glückwunsch. Steht im Halbfinale, wehrt 3 Matchbälle ab im 6. Satz und dreht das Ding noch. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die spielen jetzt gleich doppelt weiter. Auch Noah Hersel, ne? Ja, der muss jetzt mal kurz sich schütteln, wenn er das denn schafft. Okay. Und dann geht's weiter. Und aber ich möchte auch an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal Noahs Leistung hier hervorheben. Ja. In dem Spiel natürlich auch in dem Turnier. Das ist der Nummer 2 Gesetzte, der im Jahr davor schon im Finale war. Und ja, nach dem knappen Mixed-Halbfinale gestern, wo er mit Lorena Morsch auch schon einige Matchbälle liegen gelassen hat. Aber er kann sich wirklich heute nichts vorwerfen. Ja, das waren Hammerspiele, sowohl heute als auch gestern.